Okay, also die Aufgabe ist die folgende. Na, so ist besser. Okay, die Aufgabe ist die folgende. Tim hat 12 Bücher im Schrank. So richtige Papierbücher. 12 Bücher im Schrank und er möchte 4 auf eine Bahnfahrt mitnehmen. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Was ist das für eine Aufgabe? Schreibt mal hin. 12 Bücher. Vier auf die Bahnfahrt mitnehmen. Los geht's. Ja. Nicht mal da. Ein Knackpunkt von Kochen, und zwar zu wissen, ist damit gemeint, wie viele Möglichkeiten es gibt, verschiedene Bücher mitzunehmen, oder wie ist es gemeint, wie viele insgesamt Möglichkeiten gibt es? Ja. Also auch das Doppelte sind, also Okay. viele. Eine wunderschöne Frage. Das ist eine wunderschöne Frage. Die Frage ist, oh, jetzt habe ich hier wieder. Ah. Ich muss aufpassen mit meinen Gesten, weil ich bin geneigt, immer mal so die Hand zu heben und dann fängt die Kamera an, mich zu verfolgen. Bleib, Kamera. Okay. Eine wunderschöne Frage. Ist damit gemeint, es sollen verschiedene Bücher sein oder können Bücher auch mehrfach vorkommen? Das ist eine andere Frage, ob die Reihenfolge eine Rolle spielt oder nicht. Genau, deswegen war das eine wunderschöne Frage, weil dann ist natürlich klar, man muss in den Inhalt reingehen, überlegen, kann es sein, dass Tim ein Buch zweimal mitnimmt? Nein, natürlich nicht. Also muss es ohne Zurücklegen sein. Tim steht vor seinem Bücherschrank, hat 12 Bücher vor sich und sagt sich, ja, das nehme ich mit. Das auf jeden Fall. Keine Ahnung, Harry Potter 1 oder so. Ja? Und dann ist das schon entschieden. Er kann Harry Potter 1 nicht nochmal mitnehmen. Also ist auf jeden Fall mal ohne Zurücklegen. So, Frage Nummer 2. Spielt die Reihenfolge eine Rolle? Ist es. Ja, was meint ihr? Spielt die Reihenfolge eine Rolle? Genau. Hier spielt die Reihenfolge keine Rolle. Im Inhalt. Ne, ihr müsst immer inhaltlich denken. Warum spielt die Reihenfolge keine Rolle? Na, er nimmt 4 Bücher mit. Ist doch scheißegal, wie die in der Tasche liegen. In welcher Reihenfolge oder keine Ahnung, die fallen dann da rum und so weiter. Und vielleicht ändert sich das auch mal, wenn er ein Buch reingenommen hat, wieder rausgetan. Also die Reihenfolge ist doch egal, er hat aber die 4 Bücher dabei. Darum geht's. Ja? Da hat gerade irgendwo eine Hand gezuckt. Ich weiß aber nicht. Nein, nicht mich verfolgen. Okay. Ja, also keine Reihenfolge irrelevant, ne? Reihenfolge. Scheiß egal. Okay. Ohne zurücklegen, Reihenfolge scheißegal. Wie berechnet man das? Welcher Kombinatorikfall ist das? Ja? 12 über 4. Wir wählen 4 aus 12 aus, ne? Das ist 12 über 4, genau. Und das ist gleich. Los geht's. Wie rechnet man das aus? Ja? 12 Fakultät durch. 12 Fakultät, okay, durch. Aber auch 12 minus 4 Fakultät mal. 12 minus 4 Fakultät mal 4 Fakultät. Genau.
Jetzt kann man natürlich hier oben hinschreiben, 12 Fakultät ausschreiben und hier unten 8 Fakultät ausschreiben. Aber man kann es ja auch kürzer so machen. Ich beginne bei der 12 und schreibe so viele Teile der Fakultät hin, wie hier unten stehen. Also 12 mal 11 mal 10 mal 9, Stopp. Na, 4. Ich brauche 4 Elemente von der 12 Fakultät. Denn hier unten, der ab 8 Fakultät, kürze ich es heraus. Das hier unten ist 8 Fakultät. Das kürzt den ganzen Rattenschwanz hier hinten weg. Also, ich schreibe mir in der Regel gar nicht mal diese Formel hier hin, ne, sondern wenn ich weiß, es ist 12 über 4, dann fange ich an, 12 mal 11 mal 10 mal 9. Und hier unten kommt noch was? Hm? 4 mal 3 mal 2 mal 1. So, und das rechne ich natürlich auch nicht aus, sondern jetzt fange ich an zu kürzen. 12 und 4 mal 3 kürzt sich raus, 10 und 2, 5 kürzt sich raus. Jetzt habe ich 11 mal 5 mal 9. Wie rechne ich 11 mal 5 mal 9? Rechenstrategie. Also 55 mal 9 würdest du rechnen. Das kann man machen. Ne? 55 mal 9 kann man noch 55 mal 10 rechnen und dann 55 nochmal abziehen, wenn man möchte. Andere Strategie? Nochmal? Ja, die 11 und 9 liegen sehr nah bei der 10. 10 Quadrat minus 1 Quadrat ist 99. Stopp, genau. Das ist der Rechenstrategie-Trick, den wir mal hatten. Man sieht natürlich, 11 mal 9 ist was? 99. Naja, genau. Aber super, nee, super. Also das war ein guter Trick, nur in dem Fall vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja gut, aber nee, perfekt. Da kann man nochmal kontrollieren, stimmt und so weiter. 11 mal 9 ist 99. 5 mal 99 ist so ähnlich wie 5 mal 100. Ne? Also 500, aber ich habe 5 zu viel. Also 495. Tim. Achso, hier haben wir eine Sachaufgabe, ne? Da muss man jetzt nochmal einen Antwortsatz hinschreiben. Tim hat 495 Möglichkeiten, vier Bücher aus 12 Büchern auszuwählen. Genau, super. Ah ja, hier online gibt es noch einen weiteren Rechentrick von Meister Typ Kit. Sehr gut. Mal 5 ist natürlich immer mal 10 und dann die Hälfte. Na, das ist auch eine Idee. Da kann man 11 mal 99 rechnen, ist 900, ist 99 mal 10 durch 2. Ne, mal 5 ist mal 10 durch 2. 99 mal 10 ist 990, durch 2 ist 495. Sehr guter Trick, danke. So, okay. So, das war die Aufgabe A. Ist da alles klar? Gibt es Fragen dazu? Nein. Okay. So, jetzt kommt die Aufgabe B. Tim hat sich für 4 Bücher entschieden und wählt die Reihenfolge, in der er sie lesen möchte. Er hat sich für 4 Bücher jetzt entschieden. Also Harry Potter 1, 2, 3, 4. Nee, das ist ein dummes Beispiel, weil die wird man nicht in unterschiedlichen Reihenfolge lesen. Aber... ja, keine Ahnung. Ne? Harry Potter und noch irgendwas anderes. 4 Bücher entschieden. Und jetzt möchte er wissen, in wie viele Reihenfolgen kann er die lesen. Ne? Also er sitzt jetzt im Zug mit seinen 4 Büchern. Wie viele Möglichkeiten hat er jetzt? Hm? Also wir legen nicht zurück, weil er wird nämlich einen zweiten, wenn er mit allen 4 Büchern nehmen
Wir legen nicht zurück, weil er wird ein Buch nicht zweimal lesen, genau, und? Und die Reihenfolge ist jetzt wichtig, weil die ist sehr gefragt. Ja. Genau, die Reihenfolge ist wichtig, darum geht es ja. In welcher Reihenfolge? Wie viele Möglichkeiten hat er die Bücher, wie viele Reihenfolgen gibt es? Ne? Also, wie fangen wir da an? Wie viele Möglichkeiten hat er fürs erste Buch? Wie viele Möglichkeiten hat er fürs erste Buch? Ja? Für das erste Buch hat er wie viele Möglichkeiten? Ja, vier, ne? Fürs zweite Buch? Drei. Fürs dritte Buch zwei und dann nur noch ein, ne? Also, was ist die Rechnung? Vier Fakultät, genau. 4 mal 3 mal 2 mal 1 ist gleich 24. 24 Möglichkeiten bei der B. So, und jetzt kommt noch die Aufgabe C. Wir sind noch nicht fertig. Tim hat sich für vier Bücher entschieden. Er liest gerne Bücher auch mehrfach. Aha, also scheint mit Wiederholung zu sein. Komischer Tim, aber meine Güte. Und schafft es, auf der Zugfahrt drei Bücher zu lesen. Tims Mutter will wissen, welche Bücher er in welcher Reihenfolge gelesen hat. Also da gibt es jetzt schon zwei extreme Hints, mit der ich euch drauf stupse, um welchen Fall es geht. Nämlich, ja, man kann einen Baum machen, aber okay, wie viele Möglichkeiten hat er für das erste Buch? Das erste Buch? Also ich will mal wieder so einen Baum machen. Ja, Entschuldigung. Ja. Er hat vier Bücher entschieden, liest Bücher mehrfach und die Mutter will wissen, er hat drei Bücher gelesen. Vier Möglichkeiten. Fürs zweite Buch? Vier Möglichkeiten. Und fürs dritte Buch? Vier Möglichkeiten. Entschuldigung, vier Möglichkeiten. Genau, also was müssen wir rechnen? 4 hoch 3 und 4 hoch 3 ist gleich 4 hoch 3 ist gleich 2 hoch 6. Und da ihr die Zweierpotenzen auswendig können müsst bis 10, 64, genau. So. Das ist eine Aufgabe in der Klausur, auf die gab es damals 6 Punkte. Das heißt, 6 Minuten. Das ist zu machen. Ja, genau. Ja, ihr müsst flink sein. Insofern trainiert das noch ein bisschen. Ne? Es gibt ja jede Menge Klausuren, mit denen ihr noch trainieren könnt. Okay, ja. Achso, bei der C war die Aufgabenstellung, ich sag's nochmal, genau. Er hat sich für vier Bücher entschieden, also die vier Bücher sind klar. Ne? Und dann, er liest gern Bücher auch mehrfach und schafft es auf der Zugfahrt, drei Bücher zu lesen. Also er hat drei Bücher gelesen von vier und da können auch mehrere, kann auch eins mehrfach drin vorkommen und so. Und Tims Mutter will wissen, welche Bücher er in welcher Reihenfolge gelesen hat. Wie viele Möglichkeiten gibt's? Okay. Ja? Ja. Ist, bei B und C mal gucken, ob es mit oder ohne Reihenfolge und so weiter ist. Wie ist es hier? Bei der B war es, er wählt die Reihenfolge, in der er sich für vier Bücher entschieden, wählt die Reihenfolge aus, in der er sie lesen möchte. Mit oder ohne Reihenfolge? Mit Reihenfolge. Mit oder ohne Wiederholung? Ohne, weil er wird das Buch hier nicht mehrfach lesen. So. Jetzt bei C, er liest Bücher gerne mehrfach, mit oder ohne Wiederholung? Mit Wiederholung. Und seine Mutter möchte wissen, welche Bücher er in welcher Reihenfolge gelesen hat. Mit Reihenfolge. Mit Wiederholung, mit Reihenfolge. Okay. So, dann war noch irgendwo ein Finger? Ja? Ja, und zwar, also ich glaube, das war schon nur von der Sicherheit gehen. Wenn wir das jetzt mit Baumdiagramm machen, weil es leichter ist, dass die Form nicht anfängt oder sowas, dann müssen wir nicht vollständig zeichnen, oder? Sondern es reicht die relevanten Pfade. Das heißt, in dem Fall, ja, wenn wir mit vier Pfaden anfangen und dann einfach die drei.
das reicht mir als Baum. Ihr müsst den Baum nicht komplett fertig skizzieren. Dafür reicht die Zeit nicht und es ist unnötig. Es ist unnötig. Ne? Ihr könnt ja, also hier an der Stelle würde ich sagen, sieht man es doch. Wenn ich den jetzt hier fertig zeichne, hilft mir das gar nichts mehr. Ja. So, online wird noch was geschrieben. Moment. Oh ja, das ist nochmal eine Bohne. Ja, gut. Dafür haben wir jetzt wahrscheinlich keine Zeit mehr, genau. Man muss kein Baumdiagramm machen, wird gefragt. Nein, man muss kein Baumdiagramm machen. Ihr könnt natürlich auch gleich auf die Formel übergehen. Aber mein Hinweis war, ja, es ist besser, ein Baumdiagramm zu machen, weil man dann sich vielleicht nochmal visualisiert, wie ist dann der Fall, und dann sich sicherer sozusagen noch ist mit vielleicht der Formel, die man dann anwendet. Ja.